Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in Folge 328 von Simotrans. Ja, ich habe nochmal mir das angeschaut mit dem Bahnhof und bin echt am Überlegen, dass wir den nicht schnell noch umbauen, weil das ist ein Durchgangsbahnhof, ist immer ein schlechter Bahnhof. Es wäre sicherlich besser, wenn die hier durchfahren würden, ne? Und der Bahnhof dann einen Eingang hat. Okay, dann lass uns das mal überlegen, wie wir das hinkriegen, dass das vernünftig läuft. Aber das Ganze machen wir dann im Intro. Bis gleich. So, jetzt müssen wir genau überlegen. Wir haben hier oben Zugangsgleise. Die warten auf freie Strecke zum Beispiel, aber der will nach da fahren. Okay. Wie weit sind wir denn hier mit dem Gleis von da? Wenn wir das. Die gehen natürlich direkt auf. Dingens zu, sag schon auf die Chemiewerk oder was war das? Chemiewerk drauf zu. Besser wäre es natürlich, wenn es nebenher geht, ne? Was haben wir denn hier? Ein Kohlekraftwerk, schon wieder eins. Okay. Ich glaube, das wird am besten sein, noch ein Gleis daneben zu machen, den Eingang so rum zu machen und dass die so wieder rausfahren. Also ich bastel hier hinten erstmal ein Gleis dran dann noch, das ist definitiv Fakt. So, dann bauen wir mal das Gleis da dran. Das ist sozusagen das Wartegleis, ne? Hier geht nur ein Pfad. Das hier trennen wir auf. Und die kommen von da unten. Ja, die kommen ja sowieso von hier teilweise. Dann kommen die von hier. Müssen da rein, wenn sie wollen. Oder können hier weiterfahren. So. Signal da dran. Das heißt, die kommen von da und fahren hier rein. Und hier ist definitiv auch keine Durchfahrt, sondern hier ist nur die Einfahrt. So, die Einfahrt ist hier. Wie ist die Einfahrt jetzt von hier? So, geht nicht. Dann geht die Einfahrt nach hier. Ach so, das sind Signale. Ja, wir wollen auch keine Signale, wir wollen Strecke haben, ne? So, das bedeutet, von da geht's da rein. Jetzt haben wir da noch ein Signal, was ich aber gar nicht da haben will, vielleicht. Das mache ich erstmal weg. Das sitzt da falsch. Das habe ich da aus Versehen hingemacht. Einfahrt ist hier. Nach da rein. Die könnten nach da durchfahren und die können auch notfalls drehen, aber will ja keiner drehen eigentlich. So. So, und das zweite wird dann sein, hier nebenher zu fahren noch. Jetzt haben wir wieder ein Signal ausgewählt, was wir gar nicht wollen, sondern wir wollen hier Strecke machen.
Nee, das war jetzt nicht so. So soll es sein. Ja. Dahin. Dort einmal absenken. Absenken war das und nicht das. Passt. Nochmal das Gleis hier dran. Durchgangsverkehr erledigt. So, und das ist der Weg nach da. Gut. Ja. Erster Eindruck ist erstmal gut, ne? Wo sind denn 210? Da sind 210. Jetzt basteln wir erstmal hier Dingens ran. So, das passt erstmal. Das passt auch. Hier geht's erstmal auch. Und hier funktioniert es erstmal auch. So, die können jetzt hier dran vorbeifahren oder da durchfahren. So, die Rückfahrt ist doch da oben lang zurzeit. Das bedeutet, wir machen noch ein Gleis hier lang. Und Signal da unten hin, dass man nur in die eine Richtung fahren kann. So. Und dann ist es hier erstmal zu schließen, oder? Das reißen wir da erstmal weg. So, rausfahren kann man immer noch. Ja, nur reinfahren nicht. Reinfahren geht gleich nur noch da oben lang, wenn wir das hier weggerissen haben. Lass den noch durchfahren. Jetzt hält der natürlich, ich dachte schon, er hält von dem Signal natürlich auch noch an, ne? So. Der will sowieso nicht hier lang, dann kann das gleich weg. So, die 210 brauchen wir nochmal. Die soll noch nach da. Und Stromleitung. Sollen auch noch dahin. So. Und jetzt müssen wir noch dieses Signal tauschen, weil wir das falsch gesetzt haben. Das muss das Signal sein. So. Können hier durchfahren und weiterfahren, geht. Können auch umdrehen, wenn sie wollen. Ja, sieht erstmal gut aus. So, die fahren da rein und da raus. Hier können sie noch reinfahren, das wird aber gleich unterbunden, weil wir da hier umbauen werden jetzt. Warte mal, das kommt da weg. Da muss jetzt eine Brücke hin. Die soll so sein. Sehr schön. Die Strecke geht nach da dran. Und da kommt schnellstens ein Signal hin, dass keiner auf die Idee kommt, da reinzufahren. So, und da gehen wir so dran mit der Stromleitung von diesem da auch noch hinterher. So. Wer da reinfahren möchte, kann da lang fahren. Und hier kommt das erstmal weg. Und das kann da auch weg. So, erster Zug kommt, fährt hoffentlich hier rein. Ja, sehr schön.
Dann können dieses auch zwei Gleise noch werden, zwei Bahnsteige. Dann haben wir genug Platz. So, der fährt ein, das ist schon mal gut. Bahnsteige werden hier ausgewählt, passt. Raus geht's nur hier. Müsste eigentlich stimmen dann soweit. Findet keinen Weg mehr, weil Strom fehlt. Da. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Da drunter haben wir es, drüber haben wir es. Jetzt muss er eigentlich den Stromweg finden, oder? Ohne Route. Nö, hat er jetzt die Route. So, wer da rausfährt, muss natürlich auch noch nach dahin können, ne? Das würde dann wieder so einen gordischen Knoten ergeben. Deswegen ist es besser, die drehen hier. Das passt schon so, denke ich. Alternative wäre halt hier eine Brücke rüber und darüber zu schwenken. Oder hier einen Ausgang zu bauen. Das können wir vielleicht noch machen, oder? Irgendwo stecken wir hier fest. Nee. Findet keinen Weg mehr. Das ist schon erledigt. Glaube ich. Zehner Brücke war das. Die machen wir mal gerade hier hin. Und fährt dann da weiter nach da. Ich das hier absenke, passt das, ne? Ich glaube, wir machen das mal ein bisschen länger. Einfach aus dem Grund, dass wir dann sicher sind, dass der da auch rausgefahren ist, der Zug, falls hier ein Stau sein sollte. Ich hoffe, das passt jetzt so. Auf jeden Fall fahren alle rein und raus. Und er nimmt jetzt auch den kürzeren Weg, glaube. Genau. So, ich glaube, dieses Projekt war jetzt ganz erfolgreich mit dem Umbau, weil besser ist das. Weil diese Durchfahrtsbahnhöfe sind nicht ideal, wie wir schon gemerkt haben. Die machen uns immer nur Probleme mit Staus. Ein Kopfbahnhof ist für Simotrans der bessere. Hier geht es mal auch ganz schlecht, ne? Das ist das gleiche in Grün haben wir hier, ne? Da müsste man auch nochmal genau überlegen, wie man das macht, dass das besser läuft. Weil hier ist natürlich total eng, ne? Eigentlich hier geradeaus fahren lassen, hier rum, da rein. Dass die bis hierhin kommen. Und hier gar keine Einfahrt haben. Jetzt funktioniert es hier gerade noch so. Gucken wir uns an, auf Dauer wird es vielleicht auch geändert werden. Hier ist nämlich auch das mit der Durchfahrt so eine Geschichte, ne? Das müssen wir auch noch mal genau überlegen. Vielleicht diese zwei Gleise rüberrutschen lassen. Ein Einfahrtsgleis basteln. Und nicht in Ein- und Ausfahrt. Hier mit dem Dingens ist das auch ja, schon schwierig dann, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber ich würde erstmal sagen, wir lassen es erstmal so. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Der Wein, der fährt immer noch nicht hierhin, ne? Da müssen wir uns dann auch noch drum kümmern.
Alles klar. Bis dann. Ciao.